Birgit Meier-Gilomen. Ich bin als Facharbeiterin angestellt im archäologischen Dienst seit dem September 2019 für die Rettungsgrabung Kallnachwald. Also Rettungsgrabung heisst eigentlich, dass wir archäologische Fundstellen graben, bevor sie gänzlich durch Bauprojekte zerstört werden. Jetzt in diesem Fall hier ist es eine Kiesgrube, die geplant ist, die die Grabhügel würde zerstören und darum müssen wir sie vorher untersuchen und abbauen. Also wir haben beim Putzen ein Keramikstück gefunden und das wird jetzt bei unserem Fall jeweils eingemessen, auf ein Fundzettel eingeschrieben und dann inventarisiert und abgelegt. Und gleichzeitig ist es auch noch auf dem Plan vermerkt, wo man es gefunden hat, mit der entsprechenden Nummer. Gut. Merci. Wir nehmen immer ein paar Zentimeter oder ein paar 20 cm und dann wird wieder eine Fläche dokumentiert. Wir nennen das Stockniveaus. Und da haben wir jetzt Befundlinien drauf, die Steine, die Positionsnummern und eben jetzt auch den Fund, den wir noch nachträglich beim Putzen gefunden haben und eingemessen haben. Wir machen jetzt gar keine Handzeichen mehr, es ist eigentlich alles nur noch digital. Soweit mir bekannt ist, sind wir in der Schweiz die Ersten, die mit dem Tablet zeichnen. Direkt mit dem Stift in ein CAD-Programm rein. Den sieht man mega gut, ja. Beim Einkratzen oder Einritzen tun wir Abweichungen oder Unterschiede in der Fläche markieren. Oder auch in einem Profil. Man muss sich immer vorstellen, dass das, was man ja vorfindet, irgendwie ja zusammengekommen ist. Und aufgrund von dem kann man nachher eine Stratigraphie festlegen. Das heisst, eine gewisse Schichtabfolge, was ist zuerst gekommen, was ist nachher gekommen, ist irgendetwas eingetieft gewesen. Wir haben auch viele Ideen, wo wir das Gefühl haben, das ist es, verfolgen wir. Und nachher müssen wir feststellen, das hat sich nicht bestätigt. Also man muss auch zum Teil können über seinen Schatten springen und sagen, fehlgeschlagen. Das war etwas anderes. Und ich glaube, die Flexibilität muss man schon auch beibehalten. Ja. Wir tun jetzt eigentlich hier die ganzen Funde, die man draussen auf dem Feld findet, inventarisieren. Das heisst, sie werden erfasst nach ihrer einzigartigen Nummer. Datum, wer es gefunden hat, mit der Verortung. Auch was es genau ist. Wenn sie hier erfasst sind, werden die Fundgegenstände in den archäologischen Dienst transportiert. Sie werden dort nachher fachgerecht gelagert in unserem Funddepot. Ja, für mich beinhaltet es eigentlich alles, was ich einfach wirklich sehr, sehr gerne mache. Also es ist das Draussenschaffen, das grobe Werkzeug, das feine Werkzeug, das Wissenschaftliche, das Vermessungszeichnen, das Fotografische, das Gestalterische, einfach alles zusammen miteinander. Und ich habe noch keinen Beruf gefunden, der so vielfältig ist.